Die Gewässer vor Schottland sind reich an Fisch. Trawler aus ganz Europa kommen her. Peterhead ist der bedeutendste Fischereihafen in Schottland. Fast 500 Boote lagen hier, jetzt sind es nur noch 80. George Leslie arbeitet als Deckhelfer. Auch sein Vater war Fischer, er wurde arbeitslos. Eine ganze Tradition ging kaputt, sagt George. Die Besitzer von Fischerbooten wurden damals mit Abwrackprämien gelockt. Viele Ältere, die keine Söhne hatten, gaben auf. Einige wenige konnten sich mit Hilfe der Abwrackprämie neue Schiffe bauen. George Leslie misstraut Nicola Sturgeon, der Chefin der schottischen Regionalregierung. Die will nun wieder die Unabhängigkeit von Großbritannien einleiten. Doch George bezweifelt, dass dafür die Wirtschaftskraft Schottlands ausreicht. Nicola Sturgeon mag uns Fischer nicht. Sie sorgt nicht dafür, dass wir Unterstützung erhalten. Sie glaubt an das Öl, aber mit dem Öl ist es zu Ende. Manche arbeitslose Fischer fanden neue Jobs in der Ölindustrie. Doch mit sinkendem Ölpreis wurden erneut Tausende arbeitslos. Auch der Fischmarkt von Peterhead liegt im Hafen. 15, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 128. Hier werden Kabeljau, Seehecht, Peterfisch und Krabben versteigert. An guten Tagen 5.000 bis 6.000 Kisten. Ein Großteil des Fangs geht in die EU. Doch durch die Fangquoten, die die Europäische Union festlegt, dürfen sie nicht so viel exportieren, wie sie könnten. Und deshalb wollen die meisten hier den Brexit. Die EU hat unsere Fischereiindustrie kaputt gemacht. Fischer und ihre Arbeitsplätze, Zulieferer, Verarbeitungsbetriebe, Dörfer und Städte, alle haben massive Nachteile gehabt. 60% unserer Flotte wurde verschrottet, um Platz zu machen für europäische Fischerboote. Ihr Vorwurf an Brüssel, andere dürfen ihre Quoten selbst aushandeln, wie Norwegen oder Island. Das Argument der EU verschweigen sie aber. Die Zahl der Trawler wurde reduziert, um die Fischbestände zu schützen. Die EU zahlte Fischern Prämien für das Verschrotten ihrer Boote. Kleine gaben auf, die großen profitierten. Lokaler Verdrängungswettbewerb. Neuere Schiffe können jetzt weiter rausfahren und bringen mehr nach Hause. Das erzählen die Fischer nicht. Gegen die Wut der Fischer versuchen sie in der Hafenbehörde mit Zahlen zu argumentieren. Seit 2014 ist der Fang gestiegen. Die Menge der Fische ist mehr geworden, die Zahl der verkauften Behälter. Vergangenes Jahr hatten wir an die 150.000 Boxen, im Jahr davor waren es etwa 90.000. Die gestiegenen Erträge machten den Ausbau des Hafens und der Auktionshalle nötig, mitfinanziert von der Europäischen Union. Als EU-Mitglied hat das Vereinigte Königreich jedes Jahr einen hohen Betrag gezahlt, um Mitglied dieses Clubs zu sein. Jetzt bekommen wir doch nur unser eigenes Geld zurück. Über 11 Milliarden Euro pro Jahr hätte Großbritannien mehr eingezahlt als zurückbekommen, rechnen sie vor. Die Brexit-Verhandlungen müssten zu ihren Gunsten verlaufen. Wir erwarten von unserer Regierung, dass sie neue Märkte für uns erschließt, und zwar weltweit. Es wird vielleicht nicht ratsam sein, für die EU zu hart mit Großbritannien zu verhandeln. Obwohl die Fischerei in der Region um Peterhead boomt, bleiben 35% der Bevölkerung ohne Ausbildung. Folge: einen wirklichen Strukturwandel hat es hier nicht gegeben. In der Fischfabrik ist der Brexit ebenfalls ein Thema. Nur eines wollen sie anders als die Regierung in London. Sie wollen die Arbeitsmigranten behalten. Hier kommt jeder dritte Beschäftigte aus Rumänien oder Polen. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. Auch auf dem Schiff von George Leslie geht es nicht ohne Ausländer. Lokale Fischer sind längst ersetzt worden durch billigere Deckhelfer. Hi. Die gesamte Crew sind Filipinos. Wir sind noch genau drei Schotten.
Sie leiden unter den Folgen der Globalisierung und des harten lokalen Wettbewerbs. Aber sie glauben, alles könnte besser sein ohne die EU. Brexit. Der Brexit wird hoffentlich was bringen für die Fischer hier oben. Weg von der EU und vielleicht bald auch raus aus Großbritannien durch ein unabhängiges Schottland. Die Fischer fahren in raue See, das sagen sie selbst.